Rassen. Die Monster haben sie versteckt. Sie sind hinter dem Felsen dort. Ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Daher bitte ich dich, bitte hole meine Rasseln von ihnen zurück. Das kriegen wir hin. Was ist jetzt? Link. Der Blutmond. Link. Link. Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link, sei auf der Hut. Okay, wissen wir Bescheid. Jetzt eigentlich nicht so der Plan. Der Plan war eher, mein Schild zu nehmen. Also das kann ich nicht, weil ich die Axt habe. Schild kämpft sich schon besser. Aber wir müssen wieder was essen. Sonst gehen wir den Bach runter. Wir sollten uns so langsam auch mal wieder was kochen. Sonst wird das Ganze hier ein bisschen eng für uns. So, pass auf, die pennen. Nehmen wir halt die Axt. So, ist tot. Und damit kommen wir an die Rasseln. Mehr wollen wir ja eigentlich gerade gar nicht. Wo sind eigentlich unser Pferdchen hin? Oh, das sind meine Rasseln. Bitte gib sie mir. Bitte, bitte. Ich bin ja so glücklich. Aber meine Rasseln. Die Krogsamen im Inneren sind fort. Jetzt klingen sie nicht mehr so toll wie früher. Oh. Wenn ich nur einen Krogsamen hätte, könnte ich wieder singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich dir deine Tasche vergrößern. Ja, während ich nach meinen Rasseln gesucht habe. Dieser Geruch? Krogsamen? Du hast Krogsamen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir einen Krogsamen gibst, vergrößere ich zum Dank deine Taschen.
Machen wir mal das hier. Wir können ja eigentlich alle einmal vergrößern. Ja, natürlich. So, mehr Waffen. Zum Wald der Crocs, okay. Nee, den werden wir schon finden. Die es nicht auf uns hört. So, dann auf nach Kakariko. Das müsste ja eigentlich hier oben sein. Ja, da haben wir ein bisschen die Wand gestreift. Alles gut. So, es war ein Pferdchen. Oh, warte mal. Mist. Wir müssen wahrscheinlich wieder goldene Insekten sammeln. Kakariko. Kann ich das? Nein, es geht nicht. So, können wir ihr helfen? Ah, ein Reisender. Ich habe mir wohl den Fuß verstaucht. Das ist mir jetzt etwas peinlich, dass du mich so siehst. Sag mal, Reisender. Wo hast du das Ding an deiner Schifte her? Sieh an. Der Shika-Stein bedeutet, dass du der Auserwählte bist. Es gibt leider nicht mehr viele, die das wissen. Die Shika haben lange auf dich gewartet. Du solltest unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Impas Anwesen befindet sich weiter hinten im Dorf, direkt am Wasserfall, dem Federfall. Das ist den Auserwählten noch treffen durfte, nach all der Zeit. So, komm Pferdchen. So, Sekunde. Das will ich noch kurz untersuchen. Na gut, na toll. So, wir sind in Kakariko angekommen. Ich würde sagen, wir speichern mal.
Und dann machen wir eine kleine Pause. Für euch geht's entweder gleich weiter oder in der nächsten Folge. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier stehen geblieben in Kakariko. Ne, wir sind gar nicht in Kakariko. Sind wir? Doch, wir sind in Kakariko, genau. Gerade ein wenig verwirrt. Und wir wollten die Umgebung mal anschauen. Bevor wir denn zu der Hüterin gehen. So, Äpfel. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da können wir nämlich wieder kochen. Mama versteckt sich, aber ich finde sie. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Weil wenn wir schon einen Tempel in der Nähe haben, warum nicht? Dann können wir den gleich mitnehmen. Mal schauen, was wir hier jetzt kriegen. Da bin ich sehr gespannt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir das Parasegel ausrüsten. Das müssten wir auch nochmal probieren. Ist ja jetzt schon ein Weilchen her, dass wir gespielt haben. Ja, die Lehre der Göttin, da sind wir gerne dabei. Schönes Schwert. Und ein schönes Schild. Erfasst, zur Seite und springen. Haben wir geschafft, oder? Okay, das kriegen wir hin. Sollten wir auch gemeistert haben, hoffe ich. Okay, parieren mit Schild. So, müssen wir nochmal. Das hätten wir auch geschafft. Okay, das ist wahrscheinlich unsere Drehattacke. Sehr schön. Wächterschwert, das nehme ich doch immer gerne mit. Dafür lassen wir zwei Fackeln hier. So, jetzt kriegen wir natürlich unser nächstes Abzeichen. Was sehr gut ist. Denn mit dem nächsten Abzeichen sind wir wieder einen Schritt näher an einem Herzcontainer. Und die brauchen wir. Sogar sehr dringend.
Das kennen wir ja alle schon. Und da ist unser Abzeichen. Möge uns die Göttin beistehen. Und das hoffen wir. Und jetzt auf nach Kakariko und mal schauen, was wir hier alles erledigen können. Wir können auf jeden Fall hier noch den Berg hoch. Ich weiß bloß nicht, ob das gewollt ist. Was lief denn da oben? Irgendein Geist. Der ist schon wieder da drüben. So, wir brauchen einen neuen Bogen. Die haben den Geist irgendwie verfehlt. Schauen wir uns erstmal den Baumstamm hier an. Der ist ein bisschen komisch. Tja, keine Ahnung, was wir damit machen können. Aber wir haben ja auch noch einen anderen Weg. Guck mal, Feen. Dazu bräuchten wir jetzt Gläser. Erstmal untersuchen. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Ich bin die große Fee Kutura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich selbst, einen kleinen Beitrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100 Rubine. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird es auch dir zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 100 Rubine. Tja, wir haben selber gerade keine. Na schade, den Hit hat er kassiert. So, wo ist das Wildschwein hin? Da hinten. Nein, das reicht leider nicht. Aber gut, eigentlich wollte ich die Stadt untersuchen. Jetzt bin ich hier schon wieder.